Wien sucht nach Antworten auf die Klimakrise mit der ersten Klimabiennale, die am 5. April starten wird. Judith Tieber-Gips berichtet. Welche Auswirkungen hat ein Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius auf Österreich? Wie sollen wir mit den Folgen umgehen und gibt es eine Zukunft für unsere Kinder? Es sind schwierige Fragen, die ein großes Umdenken erfordern und uns zu nachhaltigen Taten zwingen. Um dieses Bewusstsein in ganz Österreich auf allen Ebenen zu verschärfen, hat die Stadt Wien gemeinsam mit dem Kunsthaus Wien die erste Klimabiennale gegründet. Wir haben nicht zuletzt deshalb in unserem Klimafahrplan das Ausrufen einer Klimamoderne an den Start gestellt. Es kann nicht nur eine technische Fragestellung sein, die Klimakrise zu bewältigen. Es ist auch eine Denkanstrengung und dafür ist die Klimabiennale ein zentrales Riesenhighlight. 100 Tage lang können sich Besucherinnen und Besucher des Festivals in ganz Wien über die Klimakrise informieren und sich selbst auf die Suche nach Antworten auf die schwierigsten Fragen machen. Vor allem der Bildungsauftrag bei Kindern soll verschärft werden. Wir sehen in der Bildung einen wirklich wichtigen Hebel für eben diese Transformation. Die Kinder und Jugendlichen, die durch Bildung erreicht werden, sind die Menschen von morgen und die gilt es auch abzuholen und mit reinzunehmen und vor allem in der Debatte und im Diskurs mit einzubeziehen. Und das machen wir an verschiedenen Stellen im Programm. Hauptaustragungsort ist aber das Kunsthaus Wien, das sich nach dem großen Umbau gleich als erstes mit der Klimabiennale präsentiert. Und das nicht ohne Grund, denn der Wiener Künstler Hundertwasser gilt bereits seit 70 Jahren als Pionier des Umweltschutzes. Definitiv ein Visionär. Er ist für eine Kreislaufwirtschaft eingetreten, für eine abfalllose Gesellschaft und für ein nachhaltiges Leben. Und schon von diesem Erbe her fühlt sich das Kunsthaus Wien eine gewisse Verantwortung, hier auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit und für die Gesellschaft. Und das Kunsthaus ist ja auch als erstes Museum Österreichs mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert worden. Übrigens, das Umweltzeichen wurde von Friedensreich Hundertwasser gestaltet. Auf zwei Etagen des Museums befasst sich die von Sophie Haslinger kuratierte Gruppenausstellung Into the Woods. Dabei wird eines der wichtigsten Ökosysteme unserer Zeit, nämlich der Wald, näher beleuchtet. Es geht um den menschlichen Einfluss auf den Zustand der Wälder und deren Zerstörung. Also ich freue mich besonders auf die begehbare Installation von Breathe Earth Collective in der Biennale Zentrale. Das wird laut Plan ein wirklich schöner Ort zum Verweilen, zum Ankommen. Und mein persönliches Highlight wird auch natürlich, das sind Teile der Songs for the Changing Seasons. Das hat wirklich großartige Künstlerinnen vereint und vor allem freue ich mich auf Eva Fabregas. Die Wiener Klimabiennale findet spartenübergreifend sowie interaktiv im gesamten Stadtraum statt. Start des 10-tägigen Klimakunstfestivals ist am 5. April.